Skatmasters.de, weltgrößtes Skat-Turnier. Ja, Herr Romilius vom Deutschen Skatverband, herzlich willkommen. Sie sind jetzt zum siebten Mal in Folge auch bei dem Skatmasters-Finale dabei. So ist das. Ja, wie ist Ihr Eindruck jetzt bisher von dem siebten folgenden Turnier? Es ist ja immer wieder beeindruckend. Wir haben in diesem Jahr eine Rekordteilnehmerzahl im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und es ist immer wieder beeindruckend, die Ruhe, die nachdem alle Spieler sitzen, alle Spielerinnen und Spieler sitzen, zu erleben. Das ist schon eine sehr schöne Atmosphäre, die wir hier haben. Natürlich ist das Ambiente auch entsprechend dazu geeignet, dass man dann eine solche Veranstaltung gut organisieren kann. Das Umfeld stimmt. Und man sieht ja auch, die Skatspielerinnen und Skatspieler und Rommi-Spielerinnen und Rommi-Spieler sind sehr zufrieden mit dem, was hier angeboten wird. Sie begleiten jetzt ja die Skat Masters eigentlich schon von Beginn an seitens des DSKV. Ja. Welche Bedeutung hat dieses Event auch für den DSKV selbst? Also natürlich ist es so, dass der Trend eindeutig dahingehend, insbesondere auch bei jungen Menschen, dass Skatspiel auch am Bildschirm stattfindet, das heißt also zu Hause bei einem Glas Bier, eventuell auch einer Zigarette, die bei unseren Veranstaltungen nicht mehr geraucht werden darf während der Veranstaltung. Und das nutzen natürlich einige. Und zum anderen ist es so, dass die Jugend ja mit der Rechentechnik, mit der Computertechnik aufwächst. Und da ist es ein Angebot unter vielen, das Kartspielen am PC. Und da ist für uns natürlich GameDuel ein sehr potenter Partner und wir sind sehr glücklich, dass wir GameDuel als Partner haben, weil wir dadurch natürlich auch als Deutscher Skatverband Wirkung nach außen erzielen können und ja, die Teilnehmer hier haben auch die Möglichkeit, sich bei uns dann fix zu organisieren. Mich hat heute gerade einer angesprochen, er sagte, er ist vor 2 Jahren in den Deutschen Skatverband eingetreten, spielt schon seit Kindesbeinen an Skat und ist aber eben erst vor 2 Jahren, als er uns ja kennengelernt hat, in den Verein eingetreten und spielt jetzt im Punktspielbetrieb ganz normal mit. Das ist doch wunderschön zu hören. Ja. Vielleicht dann auch noch mal die Gelegenheit für Sie vom DSKV, für unsere jungen Mitglieder oder die tendenziell jüngere Zielgruppe, die jetzt Online-Skat spielen bei GameDuel, nochmal zu erläutern, was eigentlich genau die Aufgabe vom DSKV ist. Also was übernimmt der DSKV jetzt für den Sport des Skatspiels in Deutschland? Also wir sehen den Skatsport als einmal Sport und zum anderen wollen wir natürlich auch einen bestimmten sozialen Aspekt mit in Erfüllung bringen. Wir wollen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten Menschen zusammenführen bei unseren Veranstaltungen. Und das gelingt uns eigentlich auch immer bei all den Veranstaltungen, die wir organisieren, deutsche Meisterschaften. Wir haben in 14 Tagen die Tandemmeisterschaft wieder in Bonn. Da haben wir in diesem Jahr auch wieder eine Rekordbeteiligung. Da ist es so, dass da Menschen zusammengeführt werden, unabhängig vom Geldbeutel. Wir unterstützen mit Fahrtkostenzuschüssen die Teilnehmer, sodass sich jeder dieses Event leisten kann. Das ist für uns die wichtige soziale Aufgabe. Oder am vergangenen Wochenende haben wir den Skat Cup in Altenburg, den internationalen Skat Cup in Altenburg durchgeführt und haben in dem Zusammenhang ein Benefizturnier durchgeführt, wo wir für eine Kindereinrichtung 2.500 Euro eingespielt haben. Und das finden wir, gehört einfach mit zum Deutschen Skatverband. Das sehen wir als unsere Aufgabe, neben dem Sport selbst. Zum Abschluss nochmal eine persönliche Frage an Sie. Sind Sie selber schon in den Online-Skat eingestiegen? Sind Sie dort schon aktiv gewesen, beziehungsweise haben Sie dort Erfahrungen sammeln können? Ich bin nicht im Online-Skat aktiv. Hängt sicher oder hängt einfach damit zusammen, dass ich noch im Arbeitsprozess stehe. Und die Zeit, die mir noch verfügbar ist, die muss ich nutzen, um für den Skatverband die Tagesaufgaben zu erfüllen. Und wenn ich einmal einsteige, ich werde im nächsten Jahr Rentner, werde zwar auch noch ein Stück arbeiten, dann habe ich auch die notwendige Zeit und Ruhe und kann da mal mitspielen. Also gegenwärtig tue ich es einfach nicht. Okay, dann freuen wir uns darauf, wenn Sie dann die nötige Zeit haben, das dann mal auszutesten. Ja. Ich werde natürlich, das ist logisch, wenn ich das hier leite, dann natürlich auch bei GameDuel spielen. Das ist klar. Gut, dann danken wir Ihnen erstmal und wünschen Ihnen wieder ein tolles Turnier, wie Sie es auch schon die letzten 6 Jahre
wunderschön mit uns organisiert haben. Und ja. Dankeschön. Danke, das wird uns gelingen.